Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In jüngster Vergangenheit sahen wir bei Bitcoin und Ethereum eine ca. 30% Korrektur. Seitdem haben wir es geschafft, nun höhere Hochs und höhere Tiefs zu bilden. Nun stellt sich natürlich die Frage, haben wir einen neuen Aufwärtstrend begonnen, der uns bei Bitcoin auf ca. 50.000 Dollar und bei Ethereum auf ca. 2.000 Dollar bringen wird? All das und mehr beantworten wir in dem heutigen Video. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Bevor wir das heutige Video beginnen, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass wir momentan auf Bybit hier ein Event haben. Du kannst hier zusätzlich bis zu 500 Dollar an Bonus bekommen, abhängig von deiner Einzahlung an Bitcoin auf Bybit. Aber selbst wenn du nur dich über meinen Link anmeldest und keine Einzahlung an Bitcoin vornimmst, erhältst du hier einen 20 Dollar Coupon zusätzlich. Das bedeutet also, du kannst insgesamt über meinen Link auf Bybit bis zu 620 Dollar sparen. Einmal die 100 Dollar über die Rewards Hub, die stehen dir immer zur Verfügung. Dann abhängig von deiner Einzahlung an Bitcoin bis zu 500 Dollar, aber auch unabhängig von deiner Einzahlung auf Bitcoin auf jeden Fall hier nochmal 20 Dollar. Wenn du also auf Bybit noch nicht registriert bist, aber vorhast zu traden, kann ich dir also empfehlen, jetzt die 4 Zeiten anzumelden, denn dieses Event läuft nur bis zum 4. Februar. Zusätzlich kannst du also auf meinen Kanal gehen und ich kann dir empfehlen, dir einmal mein Bybit-Tutorial hier anzuschauen. Da erkläre ich dir ganz genau, wie die Plattform funktioniert, wie du Long und Short auf Bitcoin oder beispielsweise auch Ethereum gehen kannst und wie du auch deine Position managst und wie du auch deinen Reward hier, also deinen Zusatz mit dem Code Jackpot in Anspruch nimmst. All das erkläre ich dir hier in diesem Video und jetzt beginnen wir mit dem heutigen Video. Okay, wir befinden uns jetzt auf dem Ethereum US-Dollar 4-Stunden-Chart und hier habe ich euch in dem letzten Video dasselbe Prinzip erklärt. Wenn wir hier auch nochmal das letzte Video anschauen, hier habe ich euch auch die zwei Szenarien angezeigt. Wir befanden uns hier direkt unter die Resistance-Zone. Ich habe gesagt, wartet darauf. Entweder sehen wir jetzt hier den Ausverkauf und wir testen hier unten den Support nochmal an in der 1000-Dollar-Zone oder wir sehen das Bullish-Szenario, sehen hier, dass wir über diese Resistance steigen, sehen ein höheres Hoch, dann den Retest und somit ein höheres Tief und haben dann diese Resistance-Zone als Support bestätigt. Und wir waren hier genau unter dieser kritischen Entscheidungszone. Ich habe schon gesagt, jetzt hier eine Position zu eröffnen, ist extrem risikoreich, da ihr nicht wisst, preschen wir nach unten oder preschen wir nach oben. Und wenn wir jetzt schauen, sehen wir, mein bullisches Szenario ist eingetreten. Das heißt, wir können hier jetzt noch einmal das bärische löschen. Wir haben es also jetzt geschafft, hier ein höheres Hoch zu formen. Und wir haben hier auch ganz genau, wie von mir angekündigt, mit dieser Kerze ein Retest in diese Zone gesehen, haben somit einmal hier ein höheres Tief gebildet und gleichzeitig können wir jetzt natürlich auch diese rote Box wieder grün machen, da wir hier natürlich jetzt diesen Support einmal und diese Resistance einmal gebrochen haben und, als Support bestätigt haben. Und hier war auch wieder das Kritische, hier unten drunter eine Long-Position zu eröffnen. Wenn wir uns das einmal anschauen, ja, da hat hier zum Beispiel jemand seine Long-Position eröffnet und den, wo will man dann seinen Stop-Loss ziehen? Ja, dann muss man unter das letzte Tief gehen. Das letzte Tief war hier unten bei ca. 1039. Das wären hier 7% und die mögliche Upside, auf die man spekuliert hat, waren hier oben gerade mal 10%. Das bedeutet also, man hatte hier ein sehr schlechtes Risk-to-Reward-Verhältnis nur von 1,31. Deswegen habe ich euch gesagt, wartet, bis wir hier diese Entscheidungszone gesehen haben, will der Ethereum-Preis nach unten gehen oder will der Ethereum-Preis hier nach oben ausbrechen? Und wenn wir jetzt noch hier das auch auf dem Stundenchart anschauen, ja, jemand, der hier eingestiegen ist, ja, hat hier schon, denke ich mal, ziemlich bisschen Panik bekommen, weil wir sind genau in dieser Zone zuerst abgeprallt und haben hier diesen Ausverkauf gesehen von immerhin, wenn wir hier die Spitze kommen, von ca. 5%. Ja, zum Beispiel mit einem 10er Hebel wärst du dann schon 50% im Verlust gewesen. Und das ist ein Risiko, was du nicht auf dich nehmen musst. Deswegen habe ich dir ja gesagt, steig hier oben nicht direkt unter die Resistance ein, warte, bis wir es gebrochen haben und den Retest sehen. Und wenn du jetzt mal schaust, wer das so gemacht hat, wie ich, hier ist jemand eingestiegen, blind, mit hohem Risiko und hier ist jemand eingestiegen, der schlau tradet und das Prinzip verstanden hat. Wenn du jetzt mal schaust, hier hat man jetzt nur einen Einstieg, der 1,85% höher ist. Das heißt, du hast hier nur 1,85% verloren, wenn du auf den Retest gewartet hast, aber hier ein viel besseres Risk-to-Reward-Level. Denn du siehst, wir haben, denn du hast einfach die Sicherheit, wir haben diese Resistance überstiegen, haben sie hier als Support bestätigt und jetzt hier auf die nächste Aufwärtsbewegung zu spekulieren, ist deutlich risikofreier, denn jetzt kannst du ganz leicht hingehen, du hast diesen Retest hier gekauft, kannst jetzt einfach deinen Stop-Loss unter diese Support-Box ziehen, dass du siehst, das sind hier nur 3,15% und kannst jetzt hier die Bewegung zu deinem letzten High traden, das sind 15% nach oben. Du siehst, dass du hier ein Risk-to-Reward-Verhältnis von 5, ja, das heißt, deine mögliche Upside ist 5-mal höher als ein Risiko nach unten. Und wie ich dir vorher gezeigt habe, wärst du
hier eingestiegen, war Risk to Reward fast 1 zu 1. Das bedeutet also, bitte merkt ihr das wirklich, warte hier immer auf den Retest und steig nicht blind unter einer Resistance ein. Warte immer schön auf den Retest. So, jetzt kehren wir zurück auf den 4-Stunden-Chart. Wir haben also jetzt gesehen, wir haben hier unseren bullischen Trend bestätigt, haben hier schön unsere höheren Tiefs, haben hier schön unsere höheren Hochs. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wo könnte uns das hinführen? Dafür noch einmal hier das Fibonacci-Retracement raus, verbinden hier schön unser letztes Hoch mit dem Tief und erhalten dann hier unsere nächsten Zielzonen. Du siehst einmal, das ist hier die 1,2er-Level, das ist hier bei 1400. Dann haben wir hier das 1,4er-Level bei ca. 1500 und das 1,6er-Level bei ca. 1600, das bedeutet also auch hier, zeichnen wir jetzt wieder eine Zielbox ein in blau, bei dem 1,2er Level ungefähr, machen die hier noch schön blau und das ist jetzt also hier in der kürzeren Zeiteinheit unser nächstes Preisziel, aber wie gesagt, achte darauf, wenn du jetzt beispielsweise hier diesen Retest nicht kaufen konntest, mach dann nicht den Fehler und steig hier blind unter dieser Resistance nochmal ein. Wenn du jetzt diese Chance verpasst hast, musst du warten, bis wir diese Resistenz überstiegen haben und dann den erneuten Retest gesehen haben. Das bedeutet also, es kann sein, dass wir hier hochkommen jetzt, hier den Retest haben und hier würde ich dann erst einsteigen, wenn du jetzt noch keine Position hast und dann hier auf den Breakout warten. Das ist das allgemeine System, was du verstehen musst. Also wer diesen Retest verpasst hat und noch keine Position eröffnet hat, da würde ich jetzt nicht blind unter dieser Resistance-Box hier einsteigen. Ja, du weißt ja dann auch wieder an dieser Stelle nicht. Könnte es ja auch so gut sein, dass wir hier nochmal einen Ausverkauf sehen oder nach oben brechen. Das siehst du noch nicht. Deswegen warte immer, bis der Chart dir das Signal gegeben hat. Breakout, Retest rein und dann hier drauf spekulieren. Und das war es soweit zu dem Ethereum-US-Dollar-Chart. Jetzt schauen wir uns noch den Ethereum-Bitcoin-Chart an. Und den siehst du hier. Da habe ich dir ja auch, wenn wir auf den Tageschart einmal wechseln, in meinem letzten Ethereum-Bitcoin-Chart-Analyse gesagt, dass wir hier unbedingt auf die 20er Moving Average achten müssen, auf dem Wochenchart, Entschuldigung, wir müssen noch zurück auf den Wochenchart. Hier siehst du also noch, wir sind hier über die 20er Moving Average gestiegen. Mit dieser roten Kerze retesten wir gerade die 20er Moving Average auf dem Wochenchart und hier unsere grüne untere beschränkende Linie in diesem Aufwärtstrend ist soweit bullish. Wenn wir uns das auch hier noch einmal auf dem Tageschart anschauen, siehst du, wir haben hier schon zweimal diese grüne Trendlinie angetestet, die hat hier zweimal als Support gehalten und du erinnerst dich, wir hatten hier dieses Double-Button-Pattern und dann diesen Breakout und hier sieht es gerade nochmal nach einem Double-Button-Pattern aus und einem neuen Breakout. Das bedeutet also, ich möchte hier sehen, dass wir dieses Double-Button-Pattern bestätigen und hier schön mit Volumen einen Breakout nach oben sehen. Dann haben wir hier einmal zwei Zonen, auf die wir achten müssen. Wir haben jetzt hier einmal in diesem Bereich eine sehr starke Resistance, deswegen machen wir diese Box auch rot, denn du siehst, wir sind hier schon zweimal an dieses genaue Level gekommen, haben hier jeweils den Ausverkauf gesehen. Das bedeutet also, wir müssen es jetzt in der kürzeren Frist schaffen, hier an dieses Level aufzusteigen, hier am besten uns zu etablieren und über diese Zone auszubrechen in hier oben unsere große Zielzone dieser grünen Zielbox. Das bedeutet also, das bullische Szenario sieht so aus, dass wir hier an diese rote Box kommen und diese überwinden können. Am besten dann hier auch einen Retest auf diese Box sehen, bevor wir die nächste Aufwärtsbewegung sehen, dass wir hier einfach auch wieder eine Bestätigung haben, dass wir hier unseren Trend von höheren Tiefs und hier höheren Hochs fortsetzen können. Und das extrem bärische Szenario, was ich auf keinen Fall sehen möchte, wäre so, dass wir diese grüne Box, dass wir hier diese grüne auf Trendlinie brechen, von unten als Resistance antesten und dann hier einen Ausverkauf wieder in diese unsere vorherige Supportbox hier sehen. Das sind also die zwei Szenarien. Wir möchten also auch hier sehen, dass wir hier diesen Trend von höheren Tiefs und höheren Hochs fortsetzen, um dann in unserem ersten Quartal 2021, wie schon seit eigentlich Beginn meines Kanals von mir erwartet, diese Bewegung auch zu sehen. Wenn wir uns das jetzt noch einmal auf dem Monatschart anschauen, hier haben wir auch unsere Zielzonen. Das ist einmal die 20er Moving Average und einmal die 50er Moving Average. Du siehst, wir haben hier schon in einer vergangenen Folge einmal diese Box in blau eingezeichnet, wo sich die 50er Moving Average befindet. Das ist hier unsere Zielzone. Das war auch hier das Top im September. Und ich denke, dass wir hier nochmal diese Moving Average antesten werden und austoppen werden. Deswegen ist das hier in diesem blauen Bereich unsere Zielzone. Das ist hier ungefähr von 0,042 Bitcoin bis 0,046 Bitcoin, unsere Zielzone. Und du siehst hier diese gelbe Moving Average, das ist hier schön unsere
Supportlinie. Wir haben die hier in der Vergangenheit 1, 2, 3, 4, 5 Mal angetestet, sind dann darüber gebrochen und haben auch hier schön unsere vorherige Resistance hier als Support bestätigt mit unserer Supportbox. Da habe ich gesagt, wenn wir hier diese Supportbox und diese 20 Moving Average, die vorher hier Resistance war, als Support bestätigen können, erwarte ich hier schon eine Aufwärtsbewegung. Mit dieser Monatskerze sehen wir jetzt diese Aufwärtsbewegung. Soweit hat das hier also alles geklappt. Und hier oben in dieser blauen Zone ist weiterhin also unsere Zielzone. Insgesamt siehst du also, sind wir hier also auch immer noch auf dem richtigen Weg. Ich erwarte immer noch die massive Bewegung im Ethereum-Bitcoin-Chart im ersten Quartal. Wenn du auch mal hier schaust, wir haben ja hier auch schon eine circa 60% Bewegung gesehen und du musst immer im Hinterkopf halten, hier, das ist eine 60% Bewegung gegen Bitcoin, nicht gegen US-Dollar. Das heißt, Bitcoin ist beispielsweise 100% gestiegen und gegen Bitcoin sind wir mit Ethereum noch 60% stärker gestiegen. Das heißt, wir haben mit Ethereum Bitcoin ausperformt, das ist immer ein ganz anderes Verhältnis. Also nicht das Verwechseln mit US-Dollar. Das sind zwei Paar Schuhe, unbedingt unterscheiden. Das bedeutet also, wir sind hier auf Kurs, wir wollen hier unsere höheren Hochs und höheren Tiefs weiterhin fortbilden. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du mir jetzt gerne einen Daumen nach oben dalassen. Und wenn du meinen Kanal kostenlos unterstützen möchtest, kannst du mir jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, sodass du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.